Die folgende Playlist beschäftigt sich mit LibreOffice, was ein Office-Paket ist, welches man netterweise kostenlos runterladen kann, und zwar unter libreoffice.org. Es ersetzt damit in gewisser Art und Weise das, was man von Microsoft kennt. Hier sei ja zum Beispiel genannt der Writer, das ist ein Textverarbeitungsprogramm, das ist das, was ich hier gerade offen habe. Das ersetzt gewissermaßen Word. Es gibt Calc, ein Tabellenkalkulationsprogramm, was damit in gewisser Weise Excel ersetzt. Es gibt Impress, was ein Derivat für PowerPoint wäre. Draw ersetzt in gewisser Art und Weise, allerdings mit Abstrichen, Visio. Und Base ersetzt Access. Die letzten beiden, mit denen werde ich mich in Zukunft wahrscheinlich eher selten beschäftigen und nicht im Speziellen, weil ich sie bisher nicht unbedingt gebraucht habe. Draw ist ganz nett, um ein paar Skizzen zu machen. Vielleicht mache ich da vereinzelte Videos zu. Es wird aber keine komplette Playlist dazu geben. Intensiv angucken werde ich mir den Writer, denn der Writer als ja eben Textverarbeitungsprogramm ist in der Lage, eigentlich alles zu liefern, was man von einem ordentlichen Textverarbeitungsprogramm erwarten würde. Und wie auch so manch anderes Textverarbeitungsprogramm wird Writer leider dann, wenn man es nutzt, oft falsch eingesetzt. Es gibt so gewisse Regeln und Workarounds, die man für gewisse Probleme nutzen sollte. Und die sind oft anders als das, was man intuitiv einfach mal macht. Ich denke, wir kennen alle das Problem zerlayouteter Protokolle oder Ausarbeitungen oder dergleichen, wo Dinge nicht so richtig funktionieren, wo hinterher Inhaltsverzeichnisse nicht richtig funktionieren, wo Formatierungen nicht so richtig stimmig sind und so weiter und so fort. Und das Ganze will ich mit dieser Videoplaylist so ein bisschen mal beackern. Es ist direkt gesagt, dass ich natürlich nicht alles hier abdecken kann. Ich kann höchstens mal exemplarisch so die gängigen Do's und Don'ts vorstellen und vor allen Dingen wirklich die gängigen Fehler, die man so macht, weil man vielleicht die richtigen Workarounds noch nie kennengelernt hat. Ja, wenn man sich die Oberfläche von Writer so anguckt, dann müsste die, wenn ihr Writer das erste Mal aufmacht, ziemlich ähnlich aussehen. Es mag da die eine oder andere Abweichung geben. Wir haben hier ein unbenanntes Dokument geöffnet in LibreOffice Writer. Ich habe hier schon mal ein bisschen Blindtext eingefügt, um das Ganze mal vorzustellen. In diesem Video wird es genau genommen um Fließtexte gehen, also wie tippe ich überhaupt. Es wird Formatierungszeichen geben, die sehen wir vielleicht gleich das erste Mal. Schauen wir mal. Grundsätzliche Dinge, wie machen wir Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen, Ausrichtungen, linksbündig, rechtsbündig und so weiter. Einzüge, Seitenränder als etwas Spezielleres, die gefürchteten Tab-Stops, mit denen wir eigentlich direkt gleich anfangen könnten. Und ich werde mal zeigen, wie man eine einfache Liste baut. Das sind so wirklich die grundlegendsten Grundlagen dessen, was man von einer Textverarbeitung eigentlich erwarten können sollte. Gut, es ist relativ klar, wie man, glaube ich, hier tippt. Ne? Man kann hier Texte schreiben und wie das so ist auf dem Computer, können wir weiterschreiben, weiterschreiben. Es gibt dann die automatischen Zeilenumbrüche und so weiter und so fort. Das, was wir jetzt gerade produziert haben, dieser Haufen Text, zweizeilig oder machen wir ihn noch sicherheitshalber dreizeilig, ist ein sogenannter Absatz und wird dann durch ein Enter abgeschlossen. Das heißt, alles, was mit einem Enter getrennt wird, ist ein sogenannter Absatz, womit wir schon mal die ersten beiden Begrifflichkeiten hier geklärt hätten. Jede Zeile hier ist für sich genommen auch ein Absatz, denn immer wenn ich ein Enter ans Ende der Zeile setze, leite ich einen neuen Absatz ein. Damit man nicht die Übersicht verliert, wo irgendwelche Formatierungszeichen sitzen und so weiter, kann man sich die einblenden lassen. Das hier ist eine Sache, die macht man, glaube ich, intuitiv selten. Ich habe sie schon öfter mal gesehen, aber es macht lange nicht jeder. Und zwar gibt es hier oben so ein kleines Symbol. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So ein umgedrehtes P oder so mit Doppelstrich. Und das sind die sogenannten Formatierungszeichen, genau genommen das Einblenden selbiger. Dann sieht das Ganze so aus. Das macht ein Dokument üblicherweise nicht gerade schön, ist auch nichts, was hinterher gedruckt wird oder so, sondern bietet einem aber die Möglichkeit, ja, sich anzeigen zu lassen, was man hier eigentlich getan hat. Zum Beispiel erkennen wir, dass wir hier so kleine Pünktchen haben.
Und diese kleinen Pünktchen entstehen immer dann, wenn wir Leerzeichen gesetzt haben. Das heißt, das sind Leertasten. Ferner sehen wir hier die umgedrehten Ps. Das sind quasi Enter-Tasten oder eben neue Absätze. Ja, wir erkennen, wenn wir ein Enter drücken, erzeugen wir hier neue Zeilen bzw. neue Absätze. Das Ganze, was wir hier noch sehen, sind sogenannte Tabulatoren, auf die gehen wir dann später ein. Und so können wir uns in einem Dokument ziemlich genau anzeigen lassen, was wir hier eigentlich alles für komische Zeichen reingesetzt haben. Und das bietet oftmals eine gute Erklärung, warum gewisse Formatierungen nicht so funktionieren, wie wir es jetzt gerne hätten. Das heißt, ich bin eigentlich Fan davon, die Dinger immer eingeblendet zu lassen. Irgendwann, wenn man sich mal so ein gesamtes Textbild angucken möchte, kann es durchaus auch Sinn ergeben, die wieder auszumachen, aber ich lasse die üblicherweise erstmal an. Damit wäre, glaube ich, jetzt erstmal geklärt, wie man hier Fließtext schreibt, wie man Absätze macht. Wir haben die Formatierungszeichen eingeblendet. Kommen wir also zu den einfachen Formatierungen. Ich denke, das ist für keinen was Neues, dass man Texte fett setzen kann, kursiv setzen kann und unterstreichen kann. Das geht hier auch relativ einfach. Wir können Textpassagen markieren und wenn wir die fett drucken wollen, klicken wir hier auf dieses Symbol. Man sieht schon, das ist ein etwas fett gedrucktes A. Damit können wir es fett machen. Wenn wir gewisse Abschnitte kursiv setzen wollen, klicken wir daneben auf Kursiv. Wenn wir gewisse Abschnitte unterstreichen wollen, klicken wir rechts daneben auf Unterstreichen. Wir haben hier noch die Möglichkeit des Durchstreichens, falls wir das mal brauchen. Kurzum, wir können hier durch wahlloses Geklicke auf diese vier Zeichen alle möglichen Formatierungseinstellungen vornehmen. Wir werden übrigens in Zukunft sehen, dass wir das, was ich hier gerade getan habe, nach Möglichkeit nicht allzu oft tun oder nur in sehr speziellen Sachen, nämlich dass wir wirklich einzelne Wörter markieren oder ganze kurze Abschnitte markieren und denen hier so ein Format zuweisen. Das geht intelligenter, das sehen wir in späteren Videos. Deshalb mache ich den ganzen Quatsch mal wieder rückgängig. Was man hier übrigens auch sehr schön machen kann, man kann alles Mögliche markieren. Da ist ja jetzt alles Mögliche drin. Ich habe hier einen Teil fett, einen Teil kursiv, einen Teil unterstrichen, durchgestrichen nicht mehr. Und wenn ich jetzt hier einfach draufklicke, macht er alles fett. Wenn ich aber nochmal draufklicke, ist auch alles wieder nicht fett. Entsprechend alles kursiv, alles wieder nicht kursiv. Alles unterstrichen, alles wieder nicht unterstrichen. Das heißt, jetzt sieht es wieder so aus wie vorher. Das sind die grundsätzlichen Formatierungen, die man so machen kann. Schriftarten, Schriftfarben, Schriftgröße ist, glaube ich, auch relativ intuitiv zu finden. Wenn ich einen Absatz in seiner Schriftgröße verändern möchte, finde ich hier oben die Schriftgröße. Momentan sind wir auf 12 Punkt. Das Ganze können wir reduzieren auf 10 Punkt, wird es ein bisschen kleiner. Auf 14 Punkt wird es ein bisschen größer. Und auf 20 Punkt wird es richtig groß. Grundsätzlich ist so zu empfehlen, Dokumente erstmal in 12 Punkt ungefähr zu schreiben. Es gibt manchmal Vorgaben, das auf 11 Punkt zu tun. Aber 12 ist eigentlich ein ganz netter Ausgangspunkt. Die Schriftart können wir auch einstellen. Auch hier betreffenden Teil markieren. Links daneben finden wir die Schriftart. Das ist bei mir gerade eine etwas spezielle Schriftart. Die heißt CMU. Die ist standardmäßig gar nicht in Windows dabei. Ich habe mir aus gewissen Gründen angewöhnt, die immer zu nutzen. Aber man kann hier auch beliebig andere Sachen wählen. Windows liefert standardmäßig eine Vielzahl von Schriften, die alle mehr oder weniger sinnvoll sind. Ein Klassiker ist sicherlich das sogenannte Times New Roman, mit dem man eigentlich wenig falsch macht. Das sieht dann so aus. Auf den ersten Blick ist das immer kaum zu unterscheiden. Man merkt so, dass im Textfluss irgendwas schief geht, wenn man eine andere Schriftart drin hat. Aber Schriftarten sehen oftmals auch recht ähnlich aus. Ich mache das mal wieder rückgängig, was man übrigens mit Steuerung Z gut machen kann oder unter Bearbeiten rückgängig, wie in jedem anderen Programm auch. Schriftfarben ist, denke ich, auch leicht zu finden. Hier gibt es einen Buchstaben, der eine rote Farbe drunter hat. Damit kann ich eine Textpassage rot machen. Wenn ich kein Rot haben möchte, sondern eine andere Farbe, klicke ich auf das kleine Pfeilchen hier neben, kann mir eine Farbe aussuchen. Auch das ist, glaube ich, relativ intuitiv. Auch das kann ich natürlich wieder rückgängig machen. Oder ich nehme hier die sogenannte automatische Farbe. Das ist eine Standardfarbe, die gilt für das ganze Dokument, ist per Default eigentlich schwarz. Ich habe noch nie einen Grund gesehen, das zu ändern. Dementsprechend ist bei mir automatisch schwarz. Wir können auch Hervorhebungen machen, das heißt so eine Art Textmarker benutzen. Ob man das jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sowas kann man auch hier tun. Das Vorgehen ist immer gleich, betreffenden Teil markieren und die entsprechende Formatierung auswählen. Damit haben wir Schriftgröße, Schriftfarbe, Schriftart eigentlich auch soweit abgeschlossen. Kommen die Ausrichtungen.
Ausrichtungen, da gibt es standardmäßig drei von, und zwar gibt es den sogenannten linksbündigen Text. Das ist das, was wir üblicherweise machen. Wir fangen links auf der Seite an zu schreiben. Wer hätte das gedacht? Dann gibt es den mittig gesetzten Text. Das benutzt man ganz gerne für Titel oder dergleichen. Ne? Dann haben wir Text, der quasi in der Mitte zentriert wird, und wenn wir jetzt irgendwas tippen, dann verbreitert der sich quasi nach links und rechts. Sowas ist ganz nett ab und zu. Dann gibt es noch die Rechtsbündigkeit. Die Rechtsbündigkeit ist, glaube ich, auch klar. Wir fangen an der rechten Seite, am rechten Seitenrand an. Und alles, was wir tippen, schiebt den Text nach links. Sowas sieht man ganz gerne mal in gewisser Art und Weise bei Briefen, wenn da so eine, ja, so Kontaktinformationen oder so oben rechts im Brief stehen. Das können wir hier auf jeden Fall einstellen. Was es noch gibt, ist den Blocksatz. Der ist auf jeden Fall etwas, was ich auch optisch relativ ästhetisch finde. Der Blocksatz sorgt dafür, dass Leerzeichen zwischen Wörtern so in ihrer Größe variiert werden, dass der Text quasi hinten immer vernünftig auskommt. Damit ist es eben möglich, ganze Textblöcke zu schreiben. Das nennt sich eben Blocksatz. Das Ganze hier würde man Flattersatz nennen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Blocksatz und schreibe eigentlich nie anders. Manchmal ergeben sich ein bisschen die Probleme, wenn Wörter zu lang werden. Also wenn wir hier zum Beispiel jetzt sowas machen wie ein sehr langes Wort ans Ende der Zeile setzen, kriegen wir hier eine große Lücke. Sieht im Flattersatz doof aus, sieht aber im Blocksatz nicht zwangsläufig besser aus, weil plötzlich die Abstände sehr, sehr groß werden. Daher würde ich empfehlen, Blocksatz grundsätzlich mit Silbentrennung in Kombination zu verwenden, weil ein normales deutsches Wort ließe sich sicherlich irgendwo hier trennen, sodass es dann wieder eigentlich vernünftig aussieht. Also nehmen wir mal an, das Wort wäre an dieser Stelle hier trennbar. Ich mache das jetzt mal manuell und wir setzen das jetzt wieder im Blocksatz, dann sehen wir, dass es mit den Abständen eigentlich wieder schön wird. Silbentrennung und dergleichen kommt in späteren Videos. Gut, hätten wir das Thema Ausrichtung. Einzüge und Seitenränder. Wir können sogenannte Texteinzüge definieren. Die finden wir hier oben. Es ist möglich, Passagen, und auch hier markiere ich mal wieder, komplett einzurücken. Zum Beispiel um 2 cm. Das kann man manchmal brauchen, manchmal auch nicht. Manchmal verwendet man es auch wieder falsch, was wir auch sehr häufig sehen werden. Ja, kann man jedenfalls tun, geht in Word gleichermaßen. Ferner können wir noch Seitenränder definieren. Normalerweise per Standard ist es, glaube ich, logisch, dass der linke Einzug, das ist eben dieser hier, und der Seitenrand auf gleicher Höhe liegen. Wir können das natürlich verschieben, wie gerade. Also ich schiebe den jetzt mal 2 cm weiter nach rechts. Und dann haben wir hier noch den sogenannten Seitenrand. Das ist eine nicht bedruckte Fläche auf dem Dokument. Das kommt daher, dass Drucker zum Beispiel gar nicht auf der Kante anfangen können zu drucken. Da braucht man immer so eine gewisse, ja, so eine gewisse Leerstelle. Es sieht auch total blöde aus, wenn man einen Text setzt, der wirklich auf der Seitenkante anfängt. Nicht ganz unüblich sind hier 2 cm. Oft nimmt man auch gerne mehr, so ungefähr 2,5. Dann könnte man ihn jetzt, sage ich mal, nach hier schieben. Dann sieht man, vergrößert sich hier diese Blattkante etwas. Standardeinstellung ist 2, dementsprechend mache ich das jetzt mal. Grundsätzlich sind das Funktionen, die man eigentlich hier nicht oben in diesem Lineal so per Ziehen macht, sondern die gibt man an einer gewissen Stelle ein, und zwar bei einer sogenannten Seitenvorlage, die wir später noch sehen werden. Ja, das war es, glaube ich, erstmal an dieser Stelle. Ach Quatsch, die Tab-Stops fehlen noch. Die Tab-Stops sind eine sehr schöne Sache. Die können wir uns hier nochmal im Detail angucken. Und zwar können wir die Tab-Stops dafür nutzen, Texte zu layouten. Und zwar schiebe ich das Ganze jetzt mal wieder nach vorne. Layouten an dieser Stelle soll heißen, wir wollen vielleicht eine Art, ja, Tabelle erstellen, ohne sie jetzt zu zeichnen. Denkbar hier wäre, ich möchte jetzt hingehen, möchte vermeiden, dass diese Klammern alle an unterschiedlicher Stelle in den Zeilen anfangen, sondern ich möchte irgendwie dafür sorgen, dass quasi alle Klammern untereinander stehen. Was viele Leute jetzt tun, ist, sie setzen hier irgendwie so lange Leerzeichen rein, bis es irgendwie funktioniert. Ich mache das mal vor. Sowas ist nicht schön und funktioniert üblicherweise auch nicht gut, weil wir können uns noch so viel Mühe geben. Üblicherweise kriegen wir es nicht hin, dass das so richtig schön untereinander steht. Man sieht, es flattert hier immer noch so ein bisschen. Das ist nicht das richtige Vorgehen. Unter anderem für sowas gibt es die sogenannten Tab-Stops oder Tabulatoren. Die Tabulatoren sind diese Doppelpfeiltaste, die man auf jeder Tastatur relativ weit oben links unter dem Accent Circumflex findet.
Wenn ich die einmal drücke, dann entsteht hier quasi ein Leerraum und der hat eine gewisse Breite und die Breite hängt quasi von dem Punkt, von einem gewissen Punkt ab. Also dieser Tabstop ist nicht immer gleich breit, sondern schiebt den Text dahinter an eine vordefinierte Stelle auf der Seite. Wenn ich das hier mache, hier brauche ich zwei davon, also man hat es vielleicht gesehen, einmal drücken, schiebt ihn an diese Stelle, nochmal drücken, schiebt ihn dann bündig unter den nächsten. Und so bin ich relativ einfach in der Lage, diese ganzen Klammern untereinander zu setzen. Manchmal braucht man zwei davon, wenn man noch nicht weit genug ist. Genauso könnten wir jetzt dieses ersetzt schön bündig setzen, indem wir hingehen und auch hier entsprechende Tabulatoren reinwerfen. So, ich habe das jetzt mal gemacht und man sieht, das Ganze ist einigermaßen bündig, sieht eigentlich ganz hübsch schon aus. Man könnte auch hier wieder überlegen, ob man vielleicht diese Abstände gleich machen will oder ein bisschen vergrößern will, dass es so optisch insgesamt besser passt. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Ansicht, ob die hübsch ist oder nicht, kann ich mit diesen ganzen Formatierungszeichen im Gesicht irgendwie schlecht beurteilen. Entsprechend mache ich sie mal aus. Man würde aber, glaube ich, hier schon meinen, dass das eigentlich eine relativ ordentlich gesetzte Tabelle ist. Was ich gerade machen musste, ist manchmal ein, manchmal zwei drücken. Das ist noch einigermaßen handelbar, aber auch das kann man noch ein bisschen verschärfen oder ein bisschen schicker machen. Ich mache das Ganze mal rückgängig, also ich nehme mal die ganzen Tabulatoren raus, was offensichtlich auch viel schneller geht, als haufenweise Leertasten zu entfernen. Und dann zeige ich nochmal, dass man auch das in gewisser Hinsicht automatisieren kann. Und zwar bietet Word das gleichermaßen wie auch OpenOffice sogenannte, ja, Tab Stops heißen sie meines Wissens nach. Und zwar findet man hier oben links neben den Linealen oder oberhalb des vertikalen Lineals und links des horizontalen Lineals so einen ganz unscheinbaren Haken. Und zwar ist das ein linksbündiger Tab Stop. Der ist für Folgendes gedacht: Man zieht ihn in einem gewissen Bereich, wo man ihn gerne hätte, ins Dokument rein. Und wenn ich jetzt in den entsprechenden Zeilen einen Tabulator drücke, springt der Tab direkt dahin. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache, springt er direkt an die Stelle, wo dieser schwarze Haken ist, darunter auch. Ich mache das nochmal ein bisschen weiter, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Ich schiebe den mal irgendwie nach 3 vielleicht. So, und wir sehen, immer wenn ich einen Tab drücke, springen wir jetzt direkt zur 3, zu den 3 Zentimetern. Das Ganze kann ich jetzt hier drunter auch machen und wir sehen, so kriegen wir es noch schneller layoutet. Ich brauche nämlich jetzt immer einen Tabulator, um diese Klammer an die entsprechende richtige Stelle zu rücken. Das Ganze kann ich jetzt hier hinten weiter treiben. Und zwar möchte ich jetzt auch das ersetzt an eine definierte Stelle schicken. Dazu markiere ich wieder meinen Absatz oder meine Absätze, besser gesagt. Schiebe den Tabulator dahin, wo ich ihn gerne hätte. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sag mal ungefähr zu 8. Füge ein Tab ein, füge noch 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 ein Tab ein. Und wir sehen, ersetzt hängt bündig. Wenn man hier oben auf den Haken draufklickt, stellt man fest, dass hier verschiedene Arten von Haken auftauchen können. Man hat vielleicht anhand der Form schon eine Intuition, was es denn sein könnte. Also das ist der linksbündige. Jetzt gibt es noch den rechtsbündigen. Wenn ich den rechtsbündigen einfüge, heißt das, wenn ich jetzt einen zusätzlichen Tab einfüge, bin ich in der Lage, an dieser Stelle, wo dieser Tab ist, jetzt einen rechtsbündigen Text einzufügen. Das macht vielleicht Sinn, wenn ich jetzt die ganzen Begriffe wie Word, Excel und PowerPoint jetzt mal rechtsbündig irgendwie hier hinsetzen möchte. Ja, ich sag mal nach 14, ich glaube, sonst sieht es seltsam aus. Wenn ich jetzt einen Tab vor Word setze, schiebt er mir den zur 14, allerdings rechtsbündig. Wenn ich einen für Excel nehme, entsprechend. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, quasi einen rechtsbündigen Text parallel noch zu setzen. Die Anwendung davon kommt ab und zu mal vor. Man erinnert sich vielleicht hier wieder an solche Briefköpfe, wo sowas gerne gemacht wird. Da flattert es quasi nach links statt nach rechts. Wenn man hier nochmal drauf drückt, dann findet man so einen Tetris-Baustein. Das ist der, der einen Tabulator mittig setzt. Das können wir uns auch mal in einer neuen Zeile angucken. Das funktioniert so. Ich setze ihn hier hin. Und wenn ich jetzt an diese Stelle springe mit einem Tabulator, schreibt Writer mir an dieser Stelle jetzt quasi mittig gesetzt. Auch das ist eine ganz nette Sache. Kann man vielleicht ab und zu mal brauchen. Ein sehr, sehr spezieller, achso, wo wir gerade dabei sind. Die Dinger entfernt man, indem man sie markiert hier oben. Dann kann man sie ziehen. Und wenn man sie jetzt senkrecht aus dem Lineal rauszieht, sind sie wieder weg. Das nur als Randbemerkung.
Ein etwas kurios anmutender Tab ist der Tetris-Baustein mit dem Punkt drin. Der wirkt etwas seltsam. Wenn man den mal setzt und hier mal einen Tab drückt und jetzt intuitiv versucht herauszufinden, was der eigentlich macht, wirkt es so, als hätte der ein sehr ähnliches Verhalten wie der rechtsbündige. Das ist ein spezieller Tab-Stop für Dezimalzahlen. Nehmen wir mal an, wir müssten Dezimalzahlen layouten. Dann sehen wir jetzt, dass der das Dezimalkomma an dieser Stelle ausrichtet. Ist wie gesagt eine eher spezielle Angelegenheit, aber wenn man hier mal sowas braucht wie eine Liste von komma-behafteten Zahlen, dann ist das eigentlich ganz schick, dass es sowas gibt. Ich persönlich muss gestehen, dass ich den, glaube ich, noch nie im Leben benutzt habe. Allerdings ist es vielleicht doch schön zu wissen, dass er so da ist und falls man ihn irgendwann mal braucht, kann man ihn hier einsetzen. Das sind die vier, die man hier einsetzen kann. Ist eine relativ schöne Sache, um ohne Einfügen von Tabellen sowas Ähnliches wie Tabellen zu erzeugen. Denn letztlich ist es ja hier jetzt eine gewisse Art von Tabelle, die hier entstanden ist. Ich benutze sie gerne. Sie werden üblicherweise nicht benutzt, weil deren Existenz gar nicht so richtig bekannt ist. Und daher wollte ich sie an dieser Stelle mal vorstellen. Ja, damit haben wir die Agenda hier fast abgehakt. Es fehlt die einfache Liste. Man kann simple Listen bauen, teilweise automatisiert, teilweise kann man ihnen manuell sagen, dass die Listen sein sollen. Nehmen wir mal an, wir bauen jetzt mal einen Einkaufszettel. Ich kaufe Mehl, Milch, Eier. Ich will offensichtlich backen, dann brauche ich auch Zucker. Was braucht man noch so? Vanillinzucker, wie schreibt man das? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ich schreibe mal Vanillezucker. Sei mal dahingestellt, ob das richtig geschrieben ist. Das sind jetzt natürlich verschiedene Absätze und wir können hier daraus eine Liste machen. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene vorgefertigte oder vordefinierte Listen. Es gibt einmal die sogenannten Aufzählungszeichen. Das sind quasi solche kleinen Bullets, also keine Nummerierung, sondern einfach nur Punkte. Das gibt es hier auch in verschiedenen Layouts. Wenn man hier mal auf den Pfeil klickt, gibt es hier verschiedene Darstellungen dafür. Zum Beispiel könnte man das auch mit Xen machen. Oder mit Häkchen. Häkchen ist für den Einkaufszettel gefährlich, sonst denkt man vielleicht, man hat es schon im Wagen. Relativ üblich sind solche Knubbel oder auch etwas größere Knubbel. Ich persönlich bin Fan der kleinen Knubbel. Also wenn ich sowas benutze, dann üblicherweise das hier. Man kann das Ganze aber auch nummerieren. Das ist dann die Liste rechts daneben. Dafür markieren, rechts daneben klicken. Dann haben wir das Ganze durchnummeriert. Auch hier gibt es verschiedene Varianten, wie man nummeriert. Mit Punkten, mit Klammern oder auch zwei Klammern oder auch mit Buchstaben in einer Klammer oder zwei Klammern. Da gibt es mannigfaltige Varianten oder auch die Sache mit dem römischen Zahlensystem. Hier ist man relativ frei. Unter weitere Nummerierungen kann man hier noch mehr definieren, wenn man das gerne möchte. Ja, so baut man so eine einfache Liste. Die ist auch hier entstanden. Was man hier noch sieht, ist, es gibt die Buchstaben. Und dann gibt es noch sogenannte, ja, Unterebenen oder, ja, Unterschichten heißt das nicht, nein, wie heißt das? Nennen wir das Unterebenen, die jetzt wiederum mit 1, 2, 3, 1, 2, 3 bezeichnet werden. Man kann zwischen den Dingern wechseln, also würde ich jetzt zum Beispiel im Bereich Ausrichtung noch was setzen wollen, hier zum Beispiel linksbündig, rechtsbündig und Blocksatz, dann komme ich in diese Ebene rein, indem ich einmal Tab drücke. Das mache ich jetzt nochmal vor. Also hier gibt es noch den Blocksatz beispielsweise. Also ich gehe hin an die Stelle, wo ich ja, jetzt was einfügen möchte, drücke ein Enter, ich kriege ein neues Aufzählungszeichen, ich drücke einmal den Tab und lande eine Hierarchiestufe weiter unten. Das heißt, jetzt kann ich hier wieder schreiben, Einzüge, Seitenränder, ja, da ist nicht viel zu sagen, Linkseinzug, Rechtseinzug. Was vielen Leuten ein bisschen Probleme macht, ist hier wieder rauszufinden. Es gibt keinen so richtigen Shortcut, oder es gibt wahrscheinlich einen, aber ich kenne ihn nicht. Wenn man jetzt quasi wieder auf die Buchstabenebene zurück möchte, dann, das war gerade eine Autokorrektur, die sollte nicht passieren, das nehme ich wieder zurück. So. Wenn ich jetzt von hier aus wieder zurück möchte, neigt man dazu, Backspace zu drücken. Wenn das passiert, landet man hier irgendwo mittendrin. Dann ist man panisch und denkt, okay, hier wollte ich gar nicht hin. Und dann drückt man nochmal Backspace und dann fängt man hier vorne wieder an. Da wollte man aber eigentlich auch nicht hin. Das ist nicht die saubere Variante, wie man es macht, sondern das kann man wirklich klicken. Und zwar gibt es hier oben diese beiden Reiter, Einzug verkleinern, Einzug vergrößern. Und wenn wir jetzt verkleinern, landen wir eine Hierarchiestufe weiter unten. Wenn wir vergrößern, gehen wir wieder rein. Das heißt, hiermit können wir uns durch so eine Liste durchnavigieren. Wir sehen auch, dass wir hier noch eine dritte Hierarchieebene und theoretisch eine vierte, fünfte, sechste aufziehen können. Und mit diesen beiden Reitern können wir hier so durch die Gegend navigieren.
Wie gesagt, Backspace kann man mal machen. Vor allem dann, wenn man wirklich eine ganze Zeile löschen will, dann muss man drei Backspaces drücken und ist dann wieder sauber in seiner Liste drin. Gut, das war es eigentlich für dieses Video. Dann geht es jetzt weiter mit diversen anderen Vorlagen und Seitenvorlagen und was man noch so alles braucht.